Moin moin Leute und herzlich willkommen zu MacPixel. Ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Yannick. Und wie ihr mir vielleicht ansehen könnt, ich komme gerade von einer Party, ich bin noch ein wenig angeschwipst und ich dachte mir, MacPixel wäre doch jetzt eigentlich das Beste, bevor ich schlafen gehe. Deswegen würde ich sagen, gibt es jetzt auch schon die erste Folge MacPixel. Unglaublich aber war, man muss nur mit der Maus steuern, das ist wow. Und das ist so ein kleines Minigamespiel wie damals WarioWare. Und wer jetzt hier hinhört... Das ist meine Outro-Musik. Unglaublich, aber wahr, ja. So, und wir klicken hier erstmal direkt starten. MacPixel! Ja, yeah, cool. Wir spielen gleich mal den Story-Mode einfach mal. Und kicken hier einfach mal so ein Opa rum. Gut, und ich würde sagen, wir spielen gleich erstmal Chapter 1. Muss ich mit dem jetzt so ins Loch laufen, oder was? Yeah! Okay, was muss ich denn jetzt hier machen? Ich glaube, ich gehe erstmal so in die erste Tür rein. Da war ein... Was auch immer. Chapter 1, Round 1, easy combo. Okay. Wir müssen den Tag retten. MacPixel! Okay. Das. So, Ketchup drauf. Und in mein Gesicht. Yes. Gut. Jetzt sind wir im Krankenhaus. Okay. Da oben sind UFOs. UFOs. Okay. Wir haben eine Axt. Okay, was sollen wir mit der Axt machen? Ihm. Was haben wir jetzt gemacht? War das. Das war, glaube ich, nicht so gut. MacPixel! Es ist irgendwie schön, wenn man immer wieder dieses MacPixel sieht. Da denkt man, man hat irgendwas geschafft, aber irgendwie schafft man so gar nichts. Nun gut. Okay. Vielleicht. Na. Okay. Ihn anzünden war nicht die richtige Idee, glaube ich. Ich frage mich gerade, wie man sieht, ob man was richtig gemacht hat oder falsch gemacht hat. Im Moment sieht es so aus, als ob ich alles richtig mache. Insert Virgin. Hier. Hier, bam. Bam. Knochen. Ich glaube, ich hätte die Kuh da einfach jetzt in diesen Vulkan schmeißen müssen. Nun gut. Lassen wir das erstmal so. So, hier ist ein Gebiss und das geben wir ihm. Oder auch nicht. Hör auf mich zu treten. Hey, wir sind nicht hochgegangen. Das hat funktioniert. Wir haben einmal was richtig gemacht. Das, okay, wir haben schon einmal was richtig gemacht. Das war schon mal sehr schön. So, was haben wir hier? Was, wenn wir diesen Knopf drücken? Geht der Alarm hoch? Aber es geht trotzdem hoch. Okay. Wir machen einfach gleich mal weiter wieder beim ersten. Wir müssen jetzt die erste Tür jetzt ja wohl irgendwie hier hinkriegen. So. Senf. Okay, wir haben auch das jetzt mal gerettet. Wunderbar. Jetzt sind wir im Krankenhaus. Im Krankenhaus weiß ich auch noch nicht so wirklich, was ich machen soll. Erstmal die Nase putzen. Nee, blöde Idee. Nun gut. Okay, was kommt man hier denn noch machen? Der hatte irgendwo, war glaube ich das, was hochgeht, hier oben drauf. Okay, so geht's nicht. Ach, ich weiß, was wir machen müssen bei dem. Okay. Und hier müssen wir da jetzt Insert Virgin. Die Frau. Nein. Nicht die Frau treten. Frau treten und schlagen ist definitiv falsch. Das macht man nicht. Das ist nicht gut. So, und wie machen wir es hier jetzt am ungeschicktesten? Pokal. Hier. Hier. Save the day! Wir haben den Tag gerettet. Wunderbar. So, und was ich hier machen muss, weiß ich glaube ich auch. Weil er hat, wie man sieht, dass er... Ah! Er hatte ein Dynamit in seinen Popo gesteckt und wir haben gleich fast schon Dreier-Blubs hier. Hier weiß ich nämlich auch, was wir machen müssen. Wir müssen nämlich das mit dem da oben austauschen. So Indiana Jones-Style. Aber ich komme da nicht ran. Komm schon. Ah, er hat uns jetzt zwar vollgerotzt, aber das Dynamit ist von seinem Kopf gerutscht. Und damit haben wir jetzt eine Bonus-Round, weil wir drei hintereinander geschafft haben. Du.
Okay, das ist also wirklich so ein bisschen Zufallsprinzip bei der Bonus-Round. So, und hier müssen wir jetzt irgendwie... Insert Virgin. So vielleicht? Nein, der Knochen war es nicht. Vielleicht müssen wir dem Knochen der Frau geben? Ich will ja nicht wissen, was die mit dem Knochen vorhat, aber nun gut. Wir geben jetzt einfach mal der Frau den Knochen. Da. Ach so, Frauen sind wie Hunde. Die springen den Knochen einfach hinterher. Gut zu wissen. Aber irgendwo ist das Dynamit und das habe ich noch nicht gefunden. Was passiert denn, wenn wir so zur Kuh gehen? Ey, Kuh. Weil da passiert ja Unschönes. Ja, du liebst mich, Kuh. Ist in Ordnung. Okay. Obwohl ich das immer noch ein wenig komisch finde, muss ich sagen. Insert Virgin. Ach, mich oder was? Oh, danke. Okay. The day is saved. Würde ich sagen, gehen wir in das nächste rein. Boomer, Boomer. Okay, save the day again. So. Party! Ja, da war ich heute. So, wir haben einen Apfel. Und den Apfel packen wir da drauf. Wow. Das war irgendwie klar, dass das nicht richtig war. Das ist ein Männchen. Ein Gangster, der uns bestimmt zusammenschlagen will. Das ist Dynamit drin. Das heißt, wir müssen irgendwas mit dem ersten Dings machen, okay? Hier haben wir einen Pool. Okay, da unten sind immer so kleine verpixelte Sachen, wo man erkennen kann, was wo ist. So sterben wir. Und das war auch nicht richtig. Nun gut, hier haben wir jetzt ein Gebäude unter... ein Gebäude, was macht... Okay. Man muss sich erstmal einmal die Level komplett alle angucken, damit man überhaupt einen Plan hat, was da überhaupt abgeht. Und sich so langsam im Kopf so... so langsam herausfinden, was man so alles drücken könnte. Autsch. Auch nicht richtig. Ich glaube, wir müssen mit der Schaufel irgendwie die... vielleicht die Dings irgendwie erschlagen, die Schlange. Die Schlange. Was haben wir da denn? Er hat uns einfach in die Hand gebissen. Nun gut. Partei. Okay, Partei. Was können wir denn hier auf der Partei machen? Yo. Afro-Man. Okay, der hat das Dynamit schon mal. Wir müssen irgendwas mit dem Afro-Man machen. Und hier müssen wir jetzt irgendwas mit der ersten Mülltonne machen. So, und das war's. Auch wenn der da jetzt echt komisch saß, so mit seinen Beinen so... Ich könnte das zwar nicht so unbedingt, aber nun gut. Und... was kann man jetzt im Pool machen? Ey, yo. Ey, yo. Dem geben wir ihm. Hier hast du einen Ghetto-Blaster. Auch nicht richtig. Komisch. Nun gut. Was kann man hier denn noch machen? Also wir wissen, dass es in der Brotbox ist, die Bombe. Und dann könnten wir erstmal das hier nehmen. Wir könnten damit uns was holen aus diesem Automaten. Und dann gehen wir hoch. Also ich finde, das war gut. Ich glaube... ah, vielleicht müssen wir ihm den Dollarschein geben, damit er sich was holt und dass er sich das in seine Brotbox packen will. Und dann... gute Frage, was dann passieren soll. Stirb! Okay, die Atombombe geht trotzdem hoch. Hm. Wir gehen jetzt einfach in den Igloo jetzt hier. Das ist jetzt unser Bunker. Habe ich jetzt mal beschlossen. Ich habe hier gerade einen Schneeball abgeworfen und so. Voll lustig. Ach, komisch. So. Was kann man da denn jetzt mal am ehesten machen? Wir haben Apfel. Wir geben ihm den Apfel. Ja toll, jetzt haben wir ihm Apfel unter den Afro gestellt. Und ja toll, das bringt nicht viel. So, und das Einzige, was wir hier jetzt noch machen können, ist, dass wir diesen Ghetto Blaster ihr geben. Jo.
Was kann man denn sonst noch machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Naja, nun gut. Wir haben noch ein wenig Zeit. Das werden wir wohl noch irgendwie hinkriegen. So, du kriegst jetzt Geld. Yo, Dog. Meine Nase läuft gerade ein wenig. So, cool. Das haben wir jetzt auch schon mal gerettet. Wunderbar. So, und jetzt sind wir immer noch hier. Atombombe. Du isst die Atombombe. Los. Okay, er kann die Atombombe nicht essen. Schade. So. Was ist, wenn wir mit einem Schneeball das da abwerfen? Das hat viel gebracht, meine Damen und Herren. Das war unglaublich. Was können wir jetzt noch machen? Wir haben diesen Typen hier noch gar nicht angesprochen. Yo, Apfel. Yo, Apfel. Yo, Apfel. Yo, Apfel. Toll, das dreht sich da und da passiert dann auch nichts mehr mit. Vielleicht müssen wir ohne Apfel zu diesem Mischpult gehen, damit wir vielleicht voll Party machen und der Typ sich einfach verpisst. Somit ist die Bombe ja auch weg. Vielleicht muss ich einfach so ohne diesen Ghetto Blaster da reinspringen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was, wenn wir die Schaufel nehmen und damit die Bombe hier hauen? Dann hauen wir einfach gegen. Sie schluckt die Bombe und... Boah, das ist schlau, Bier. Bin ich ganz schön schlau. So. Jetzt haben wir noch einen Schneeball, das haben wir schon mit ihr gemacht, mit ihm gemacht. Und da hinten können wir nicht hin, also gehen wir mal in die Igloo. Okay, das war recht stumpfsinnig, sag ich jetzt mal dazu. Komm, ich will die Dreier-Kombo hinkriegen, das kriegen wir da wohl hin. Das schaffen wir. Ich glaube an uns. Wir gehen jetzt einfach mal so ans Mischpult. Baum! Phew! Und es ist weg. Und wir haben die Bonus-Round. Jankau! Du! Dahin! Dahin! Ich weiß nicht, was ich tun muss. Was muss ich hier tun? Hallo? Das war's. Jankau. Ich muss mir einmal kurz die Nase putzen. Das geht ja hier gar nicht. Oh. Okay. So, wir springen jetzt einfach mal hier in den Pool. Tschüss. Es hat funktioniert. Cool. Ich würde sagen, das war doch eine wunderschöne erste Runde MacPixel. Und ich möchte euch noch einmal mein T-Shirt zeigen. Ich bin ein guter Musikfan. Architekt. Sehr cool. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal ins Bett und werde mich erstmal auskurieren nach einer wilden Party. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Yannick und ciao, ciao, euer Brain. Ciao.